Der Prophet sallallahu alaihi sagte in einem Hadith, der aber ja, nicht ganz frei ist von Mängeln, nicht inhaltlich, sondern im Sinne des Isnad, da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, إذا قشعر جلد العبد من مخافة الله تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجر اليابسة ورقها. Wenn es dem Diener vor Furcht Allah schaudert, wenn es ihm schaudert vor Furcht Allah Ta'ala, fallen seine Sünden von ihm ab, die ausgetrockneten Blätter von einem Baum sich lösen. In einem Hadith, der mindestens Hasan ist, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, dass Allah Ta'ala sagt, das ist ein Hadith Qudsi, وعزتي وجلالي bei meiner Glorie und Herrlichkeit لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين. Bei meiner Glorie und Herrlichkeit, ich werde über meinen Diener nicht zweimal Angst und Sicherheit versammeln. Zweimal Angst und Sicherheit. Also er wird nicht zweimal sicher sein und nicht zweimal Furcht haben. Wie geht das? So hat er das erklärt, er nämlich dann auch, er sagt, فَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ فِي الْآخِرَةِ. Wenn er sich vor mir in der Dunya sicher fühlt, werde ich ihn in der Akhira fürchten lassen. Und fürchtet er sich vor mir in der Dunya, werde ich ihn in der Akhira Sicherheit spüren lassen. Na, ebenfalls in Hadith von Ibn Abbas sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ainani la tamassuhuma an-naru abadan. Zwei Augen werden niemals vom Feuer betroffen sein. Ainun bakat min khashyatillah, ein Auge, das aus Ehrfurcht vor Allah getränt hat. Und zweitens, Ainun batat tahrusu fi sabilillah, ein Auge, das wach war, das wach geblieben ist in der Hirasa. Hirasa ist in der Bewachung. Ein Auge, das wach geblieben ist in der Bewachung auf dem Weg Allah Ta'ala, wenn der Muslim bewacht hat oder so. Na.